fantastischen Preise. Bleiben Sie dabei, wenn es jetzt heißt, der Preis ist heiß. Claudia Abscherer. Claudia, Sie sind dabei. Monika Feeth. Monika, Sie sind dabei. Sabine Krauthausen. Sabine, Sie sind dabei. Und Anke Leyendecker. Anke, Sie sind dabei. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Sie sind die ersten vier Kandidatinnen bei der Preis ist heiß. Und hier ist Harry Weitfort. Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Morgen hier bei der Preis ist heiß. Einen schönen guten Morgen auch zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauer. Am Ratepult vier Kandidatinnen. Sind Sie schon gespannt? Sind Sie aufgeregt? Ja? Was glauben Sie, wie der Walter heute aufgeregt ist, Walter? Ha? Schönen guten Morgen, Harry. Schönen guten Morgen hier im Studio. Hallo! Und das war's schon, das Hallo, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und einen schönen Tag und viel Spaß jetzt in der Show. Bitte schön. Tja, und da sind Sie natürlich neugierig, das wussten wir von vorhin, also zeigen wir Ihnen einfach Ihr Preis. Hier kommt der erste Preis. Pasta à la Casa mit der neuen Nudelmaschine. Mit dieser Nudelmaschine können Sie Ihren Teig nach Maß kneten und der Pasta mühelos Ihre persönliche Note geben. Nicht nur Spaghetti, Bandnudeln und Teigstreifen sind kein Problem, auch Pizzaböden, Plätzchen und Kuchen sind mit dieser Nudelmaschine möglich. Also, Claudia, wenn Sie das zu Hause alles haben wollen, bitteschön, dann sagen Sie mir, was 298. Ist... 298. Dankeschön. 270. Bitteschön, was glauben Sie? 349. Und was sagt Anke? 350. Und der von uns gesuchte Preis ist 598 Mark. Anke, Sie kommen zu mir. Ehrlich? Sehr. Sie tun so, als hätten wir Ihnen was Böses angetan. Nee, ich bin nur sehr aufgeregt. Ehrlich? Ja. Man sagt mir nach, dass ich beruhigend wirke. Ah so, ja, hoffentlich. Wir schauen uns an, was Sie jetzt gewinnen können. Hier kommt Ihr Preis. Eine rustikale Küchenanrichte. Wer es ländlich liebt, schwört auf die originellen Küchenanrichte aus Pinienholz. Arbeitsfläche und Rückwand sind mit handbemalten Kacheln verziert und dank der schmiedeeisernen Krone hat man alles Wichtige gleich im Griff. Ein Preis im Wert von 2.498 Mark. Anke, das können Sie mit uns das Spiel gewinnen. Wer den Pfennig nicht ehrt, das ist ein Spiel, wo es wirklich auf die Pfennige ankommt. Denn wir haben hier sechs Produkte stehen. Und alles hat ja seinen Preis. Und Sie sollen mir nachher die Produkte mit dem höheren Preis nennen, damit die mit dem niedrigeren Preis da stehen bleiben. Aber um es etwas einfacher zu machen. Walter, welche Produkte haben wir heute im Spiel? Ob als Babypflege, Massageöl oder Intensivpflege, trockene Haut. Das Hautöl reinigt und pflegt selbst empfindlichste Haut in einem. Die Qualitätskassetten Kendo E240 von Expert zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, beste Farbreinheit und hohe Bildauflösung aus und wurden 91 von der Stiftung Warentest mit gut bewertet. Das Spray sorgt für angenehme frische Luft in allen Räumen. Die italienische Nudelspezialität ist mit einer cremig pikanten Soße köstlich zubereitet. Mit dem erfrischenden Vitamingetränk tanken Sie 10 wichtige Vitamine. Für original italienischen Kaffeegenuss sorgt das hochwertige Espresso-Pulver. Dankeschön, Walter. Und jetzt, wir suchen die drei Produkte mit dem höheren Preis, damit am Ende die drei mit dem niedrigeren Preis hier unten hinkommen. Anke, was gehört oben hin? Ich würde sagen, das Kaffee-Express. Kaffee. Kostet wie viel bei uns? 6,99 Mark kommt oben hin. Sagt Anke, was kommt noch oben hin? Die Videokassette.
Videokassette kostet bei uns wie viel? 7,95 €, kommt auch oben hin. Was fehlt noch dort oben, Anke, was glauben Sie? Das Babyöl. Das Babyöl kostet wie viel? 5,19 €. 5,19 €, 7,95 €, 6,99 €. Wir nehmen diesen zwei höheren weg. Das bedeutet, dass die drei verbliebenen Produkte weniger kosten müssen als 5,19 €. Schauen wir mal an. Raumfrische kostet 4,49 €. Stimmt. Tortellini Torino 3,59 €. Stimmt. Was gehört so ein was kostet solch ein Vitamingetränk? Weniger als 5,19 €? Nein, 5,99 €. Das war ein Fehler. Schade drum. Danke. Trotzdem, vielen Dank. Und Ihr Vorrundenpreis, den behalten Sie natürlich. Bitte schön, nehmen Sie bitte Platz. Nicht zu fassen, beinahe geschafft. Trotzdem, bleiben Sie dabei. Schön, wir machen dann gleich weiter. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Walter, ich brauche einen neuen Mitspieler. Bitte schön. Annette Stauthammer, Annette, Sie sind dabei. Hallo Annette, herzlich willkommen am Radpult. Meine Damen, gut aufgepasst, hier kommt Ihr Preis. Eine Kettensäge. Kleinholz macht diese hochwertige Kettensäge im Handumdrehen. Sie ist zu ihrer Sicherheit mit Handschutz, Einschaltsperre und Schutzisolation ausgestattet. Danke, Walter. Annette, bitteschön, Ihr Tipp. 450. Claudia. 598. Monika. 690. Und Sabine. 698. Und der von uns gesuchte Preis ist niedriger. Sie haben alle vier überboten. Das Niedrigste, was wir hier haben, ist 450 Mark. Der von uns gesuchte Preis liegt darunter. Annette. 398. Claudia. 380. Monika. 400. Und was sagt Sabine? 369. Und der von uns gesuchte Preis ist niedriger. Sie haben alle vier überboten. 369 ist das niedrigste. Der von uns gesuchte Preis liegt darunter. 279. Und was sagt Claudia? 310. Monika? 290. Und Sabine? 329. Und der von uns gesuchte Preis ist 299 Mark. Monika, Sie kommen zu mir. Monika, das ist der Preis, den Sie soeben gewonnen haben. Und jetzt freuen Sie sich mal auf das, was Sie jetzt noch gewinnen können. Ein niegelnagelneues Öko-Auto. Der Elektroflitzer Optima E15 GL von ATW wurde 1992 Weltmeister seiner Klasse, dem Fliegengewicht. Trotz seiner Spitzengeschwindigkeit von 125 km pro Stunde fährt der umweltfreundliche Zweisitzer völlig abgasfrei und extrem leise. Die Umrüstungsprofis von ATW haben ihn mit einem Asynchronmotor versehen, der beim Bremsen Strom produziert und ihn an die wartungsfreie Batterie zurückgibt. Zudem ist der Optima E15 GL mit Gasstandheizung, Batterieheizung, einer kompletten Autoradio-Vorbereitung und weiteren Extras ausgestattet. Bitte schön, Harry. Dankeschön, Walter. Monika, das ist das Auto, was Sie gewinnen können. Ein umweltfreundliches Auto, keine Abgasen. Und wir spielen unser Spiel und das sehen wir jetzt. Die verflixte 7. Bei der verflixte 7 geht es darum, Monika, dass Sie uns sagen, was das Auto kostet. Sie können sich aber vertun. Und dafür bekommen Sie jetzt von mir 7 10-Mark-Scheinen und sehen Sie ruhig nach, ob das stimmt. Denn Sie sollen nämlich für jedes Mal, wenn Sie sich verschätzen, mir einen 10-Mark-Schein geben für jeden Zähler. Aber am Ende des Spiels sollen Sie noch 10 Mark übrig haben, denn Sie sollen mir dieses schöne kleine Auto für 10 Mark abkaufen. Der erste... das wird noch nicht eingesteckt. Erst wird gespielt. Erstmal möchten wir die erste Zahl im Preis haben. Den schenken wir Ihnen nämlich, diese Zahl. Und es ist eine 3. Das Auto kostet also über 30.000 Mark. Nennen Sie mir bitte jetzt die zweite Zahl im Preis des Autos. Eine 1. Stimmt das? Es stimmt nicht. Dann zeig uns bitte die
Oh, es ist ein 8. Das Auto kostet 38.000 Mark. Das heißt, ich bekomme 17 Markscheine. Und damit ist das Spiel schon zu Ende. Danke, Monika. Schade drum. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Und da geht Monika. Sie hat Pech. Wir lösen natürlich auf. Das Auto kostet 38.750 Mark. Das wäre richtig gewesen. Also, bleiben Sie dran. Es geht gleich weiter. Und zum letzten Mal wird Walter jetzt heute Morgen einen Kandidaten aufrufen. Bitte schön. Sonja Müller. Sonja, Sie sind dabei. Hallo Sonja, herzlich willkommen am Ratepult. Meine Damen, gut aufgepasst, hier kommt Ihr Preis. Ein praktischer Rucksack. Der Kletter- und Alpinrucksack ist besonders auch für Mehrtagestouren geeignet. Er ist leicht und geräumig und doch sehr strapazierfähig. Dankeschön, Walter und Sonja. Was glauben Sie, kostet dieser Rucksack hier? Bitte schön. 229. Sabine. 239. Und was sagt Annette? 209. Und bitte schön, Claudia. 219. Und der von uns gesuchte Preis ist 129 Mark. Annette, Sie kommen zu mir. Hallo Annette. So, diesen Preis haben Sie schon mal gewonnen. Einen schönen Rucksack. Brauchen Sie vielleicht auch, damit Sie Folgendes drinstecken können? Sie können jetzt mit einem Schlag 10.000 Mark gewinnen. Annette, kommen Sie mit. Wir spielen unser Spiel Preisboxen. Wir haben gedacht, da Deutschland jetzt einen frisch gebackenen Weltmeister hat, dürfen Sie jetzt auch mal boxen. Preisboxen im Ring, ohne Gegner, nur 50 Felder, wo wir 50 Mal einen Geldbetrag versteckt haben, bis hin zu 10.000 Mark. Und Sie können 4 Treffer landen, wenn Sie gut schätzen können. Tja, und Walter, welche Produkte sind hier im Spiel dann? 1,25 Liter fasst dieser hochwertige Messbecher. Da werden Morgenmuffel munter. Der witzige Wecker weckt nämlich mit Galopp- und Via-Geräuschen. Und dann geht's hoppla hopp raus aus den Federn. Für die blaue Stunde ist dieses stilvolle Leuchterset gedacht. Die drei Leuchter sind aus Messing gearbeitet und effektvoll patiniert. Mit dieser bunten elektrischen Zahnbürste macht sogar den Kindern das Zähneputzen Spaß. Durch eine kombinierte Schwenk-Hub-Bewegung reinigt die schnurlose Zahnbürste besonders gründlich. Dankeschön, Walter. Wir fangen an wieder mit diesem Mixbecher. Wir zeigen Ihnen jetzt erstmal den falschen Preis. Und der ist 15 Mark. Ist der richtige Preis höher oder niedriger? Weniger. Weniger. Was sagen wir dazu? Nein, nein, höher. Macht nichts. Sie haben ja noch eine Chance mit diesen Uhr. Der falsche Preis, 59 Mark. Höher oder niedriger? Mehr oder weniger? Weniger. Weniger. Was sagen wir dazu? Niedriger. Stimmt. Ein Treffer. Kerzenleuchter. 32 Mark ist bald. Höher? Höher. Höher. Und? Jawohl, 2 Treffer. Wir haben eine elektrische Zahnbürste. Der falsche Preis ist 68 Mark. Höher? Weniger. Weniger. Und? Stimmt, niedriger ist der Preis. 3 Treffer. Annette, steigen Sie in unser Boxring und Sie dürfen 3 Fächer einboxen. Richtig einschlagen. Treffen Sie schön in der Mitte. Einmal. Und wo noch? Zweimal. Und dreimal. Ui, spannend, ne? Sie haben zwar geboxt, aber Sie wissen noch nicht, was Sie gewonnen haben. Das ist gut. Denn ich werde es gleich wissen. Ja, okay. 50 Mark. 50 Mark. Oh. Annette, Sie können jetzt die 50 Mark behalten. Oder aber Sie sagen, nein, ich gebe die 50 Mark wieder zurück, denn ich hoffe, dass im nächsten Fach mehr drin ist. So schnell geht das. Weg sind die 50 Mark. Da war der zweite Treffer. Und mal schauen, ob sie das richtig gemacht hat. 950 Mark. Annette, jetzt ist die Entscheidung natürlich schwieriger. Nehmen Sie die 950 Mark weg. Oh, dann hoffe ich, dass sie das wirklich richtig gemacht hat. Denn es wäre ja schade. Naja, 650 Mark. Okay, 650 Mark, das behalten Sie. Dankeschön, Annette. Und wir sehen uns nachher wieder am Rad.
Schade darum, dass es nicht mehr geworden ist. Ich hätte gehofft, es wäre 10.000 Mark. Ich hätte eine ganze Rucksack voll machen können. Bleiben Sie dabei, es geht gleich weiter. Meine Damen und Herren, das Rad. Und hier ist das Rad, steht auf 100. Hier sind meine Kandidatin. Und die warten jetzt drauf, damit Sie sehen können, was Walter uns jetzt sagen wird. Was kommt? Walter, was haben wir denn? Hier ist für Sie ein niegelnagelneuer Corolla. Der Toyota Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 vom Autohaus Arnold vereint größten Fahrkomfort, modernes Design und neueste Technik. Obendrein gibt's jede Menge Extras, serienmäßig. Danke, Walter. Anke, Sie dürfen das Rad drehen. Toi, toi, toi. Die 100 ist vorbei. Jetzt geht's darum, wie viele Punkte werden Sie erreichen. Ei, schade, 10 Punkte nur für Anke. Aber es gibt ja auch noch die 5. Was wir natürlich für den nächsten Kandidaten nicht hoffen werden. So. Monika, jetzt sind Sie dran. Toi, toi, toi. Ui, beinahe. 30 Punkte für Monika. Monika kann sich bereits freuen. Und noch einmal das Rad auf 100 gestellt für Annette, bitteschön, mehr als 10 Punkte. Mehr als 10 Punkte brauchen Sie. Die 10 ist vorbei. Und jetzt kommen nur noch hohe Zahlen und können wir uns schon freuen. Annette hat sich auch für das Finale qualifiziert. Anke, ich muss mich von Ihnen verabschieden. Dankeschön, dass Sie mitgespielt haben. Nehmen Sie wieder Platz. Monika und Annette, wir spielen um den Surpreis. Kommen Sie mit. Meine Damen, jetzt gut aufgepasst. Hier kommt der Superpreis. Auch wenn man es mir nicht ansieht, meine Damen und Herren, ich bin ein absoluter Fan des englischen Königshauses. Nur, was sich da in letzter Zeit so abspielt, meine Damen und Herren, das ist der Untergang der Monarchie. Also ich bin da mit der Queen vollkommen einer Meinung. Diese ganze Entwicklung ist wirklich absolut skandalös. Sowas gab's früher einfach nicht. Heißen Funkverkehr am neuen Telefon. Wer braucht schon eine lange Leitung? Mit diesem tragbaren Digitaltelefon sind Sie unabhängig und dabei überall erreichbar. Es wurde speziell für die neuen Zellularfunknetze konzipiert und kann deshalb auch auf Reisen in ganz Europa genutzt werden. Im Hause Windsor, da geht's doch mittlerweile zu wie bei den Ewings, oder nicht? Ne? Prinz Charles fischt in fremden Gewässern und hat sich diesen kleinen Rottweiler, Camilla Parker Bowes geangelt. Vorbei die gute alte Zeit, als er noch nach Bachforellen seinen Köder auswarf. Auf dem kleinen Boot mit der neuen Angelausrüstung. Alle Mann an Bord, denn Lawsby Boote präsentiert das Boot. Das Lawsby 350A ist ein hochwertiges Aluminiumboot mit einem stabilen Rumpf, geringem Gewicht und komplexen Maßen. Durch die integrierten Schwimmkörper ist das Lawsby 350A unsinkbar und deshalb besonders sicher. Petri Heil heißt es mit dieser kompletten Anglerausrüstung von DAM. Sie besteht aus der Quick Finesse Spin-Angelrolle, der kurzgeteilten R9 Spin-Teleroute sowie der Angelschnur mit sehr hoher Tragkraft Damühl Tektan Premium. Zusätzlich gibt es einen Gerätekasten und einen DRM-Cacher, mit dem man die Beute sicher und bequem aus dem Wasser holt. Mit zu diesem professionellen Angelset gehören eine Thermojacke und Hose, ein warmer Parker sowie eine praktische Tasche. Tja, und dann Diana. Sie will überhaupt keinem mehr vom Windsor-Clan begegnen. Und weil sie ohnehin am liebsten auf alle Kalorien verzichtet, lässt sie die königliche Verwandtschaft ihren Yorkshire-Pudding alleine auslöffeln. Im neuen Esszimmer.
Im Zeichen des guten Geschmacks steht dieses raffinierte Esszimmer. Der Tisch, entworfen von Eileen Gray, kombiniert edelste Materialien, denn auf dem doppelten Stahlrohrgestell liegt eine Platte aus furniertem Wurzelholz. Kaum haben sie auf einem der vier roten Samtsessel Platz genommen, eröffnen sich ihnen stilvolle Tafelfreunde. Für den Aha-Effekt sorgen dabei die versilberte Speiseglocke mit passendem Silbertablett und der Sektkühler aus Edelstahl. Eine eindrucksvolle Stehleuchte und eine auffällige rubinrote Glasvase runden dieses Ensemble ab. Ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, es ist gut möglich, dass die Queen, die Arme, als Elizabeth die Letzte wirklich in die Geschichte eingeht. Am besten, man stattet dieser Monarchie nochmal ganz schnell einen Besuch ab auf einer Reise nach England. Freuen Sie sich auf einen Urlaub der Extraklasse. Sie fliegen zu zweit für 7 Nächte in ein luxuriöses 4-Sterne-Hotel nach London. Bewundern Sie auf einer 1,5-stündigen Stadtrundfahrt berühmte Sehenswürdigkeiten wie den Buckingham Palace oder die Westminster Abbey. In dieser außergewöhnlichen Stadt werden Sie alles finden. Shakespeare und Pop, feudale Clubs und schrille Discos und natürlich liegen für Sie 2 Karten für ein weltberühmtes Musical bereit. Sie aber erwarten wahrhaft königliche Gewinne, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, oh, der arme Charles, da hat er nichts zu lachen, aber vielleicht haben Sie nachher zu lachen. Meine Damen, Sie wissen Bescheid, Sie dürfen nicht überbieten und Sie dürfen nicht weiter weg sein als 5000 Mark von uns gesuchten Preis. Also geben Sie Ihren Tipp ein. Toi, toi, toi. Sie sagen uns, wie Sie getippt haben. Annette, Entschuldigung. 24.500. Und wie haben Sie getippt, Monika? 25.200. Und unser heutiger Superpreis hat einen Wert von 24.126 Mark. Meine Damen, Sie haben weit überboten. Und Annette um wenige 100 Mark. Aber sie hat auf jeden Fall 650 Mark und einen Rucksack. Und sie haben eine Kettensäge gewonnen. Also mit leeren Händen geht keiner. Ich sage einfach Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt, der Preis ist heiß. Tschüss. Und für alle, die zu Hause der Preis ist heiß spielen wollen, gibt es das Spiel zur Show überall im spielbaren Fachhandel.